bin wieder da, der Schrecken der Skigeschichte. Liebe Teams, geht's euch gut? Ja. Ja. Fein, dann legen wir gleich los, denn es wartet eine schwierige Frage auf euch. Erst seit 1993 gilt das aktuelle Punktesystem bei Weltcuprennen. Wie viele Weltcup-Punkte erhielt man zwischen 1967 und 1991 für einen Sieg? 50, aber sonst teilst du es ja nicht auf. Ich lasse euch einmal schätzen, weil ich glaube, ich weiß es. Das muss ich schnell durchrechnen. Zurzeit ist ja 100 für den Ersten. 100 für den Ersten? 25. Da hat man bis zum 15. gekriegt, oder? 25. Das war jetzt eingesagt. Ich hätte gesagt 25. Aber können wir 50er sein. Hast du eine andere Ahnung? Nein? So 35. Ich weiß es nicht. Nehmen wir 25. Ich helfe euch. 25. Man darf eins sagen, solange ja, das der Professor Eberhardt nicht mitkriegt. Jetzt bin ich gespannt. Ob 25 oder so? Genau. 25. Aber ich krieg alles mit. Aber du hast natürlich recht, die Antwort stimmt. Der Gewinner oder die Gewinnerin bekamen 25 Punkte auf das Konto gutgeschrieben. Anfangs gab es sogar nur für die ersten 10 Plätze Punkte. Bis schließlich 1993 das heute gängige System eingeführt wurde. Weiter geht's. Wie ihr sicher mitbekommen habt, hat sich die Ski4Unica-Community sehr stark bei der Suche der Fragen beteiligt und mich dabei unterstützt. Die folgende Frage kommt von Roberto auf Instagram. Er will wissen, wie oft fand eine Ski-WM in Österreich statt? Dabei zählen natürlich auch die Doppelveranstaltungen, als Olympia und WM gleichzeitig ausgetragen wurden. Gute Frage, Roberto. Roberto. Einmal weiß ich hundertprozentig, das ist in Schlatten gewesen. Das ist wieder so eine Retro-Frage da. Kastein war, glaube ich, mal ein WM. Salzburg, St. Anton. Innsbruck war, glaube ich, zweimal. Da haben wir Schlafing nochmal dazu. Klingt gut. Ja, dann tun wir halt noch ein paar Mal dazu für das, was wir nicht wissen. Also, jetzt zählen wir nochmal durch. Ich bin schon im Durchzählen. Ich bin also schon bei 5. Na, wird bei 5 sein. 6. Bleiben wir bei 7, ja. Okay, bleiben wir bei 7. Solange die Endzahl stimmt, ist wurscht. Ich bin 9. Ich zähle mir 9. 8. Ich darf 9 mal sagen. 9. Okay. Mal schauen, ob ich es selber noch zusammenbringe. Na, ich lese es besser ab. Also. Insgesamt fanden 9 Weltmeisterschaften in Österreich statt. Viermal war Innsbruck Austragungsort, 1933, 36, 64 und 76, zweimal zusammen mit Olympia. Zweimal war Schladming, 1982 und 2013, einmal Bad Gastein, 1958, einmal Saalbach-Hinterglimm, 1991 und einmal St. Anton, 2001. Und wir haben wieder mal einen neuen Punktestand. Es zeichnen sich auch schon die ersten Favoriten ab. Also, Servus und pfiat euch bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, Professor Eberhardt prüft Skigeschichte. Team Schild konnte sich in der heutigen Prüfung an die Spitze absetzen und liegt nun in Führung. Wer ist euer Favorit? Das war denn der Vince, also die Norweger. In Lake Lewis. Die Norweger haben gewonnen, das ist ja. Ja, genau.